Mensch, Maria, die Technik heute, weil wollte man nur einen Kaffee. Das hat nichts mit Kaffeeklatsch zu tun. Das hat nichts mit Kaffeeklatsch zu tun, genau. Nein, also, aber wie gesagt, es geht natürlich darum, nachdem die Maria auch Ehrenbürgerin ist und zu hohem Recht Ehrenbürgerin ist, natürlich ein bisschen einen Rückblick zu machen. Und das muss man trotz aller Ideen, die du für die Zukunft hast, schon sagen, weil viele Themen, die mein Anwerk haben, die wir, muss man jetzt eigentlich andersrum sagen, die wir in Amberg haben und die du aus Amberg heraus angestoßen hast, weil es ist ja die Fußen auf ihrem Engagement. Natürlich, korrigier mich, aber du hast klassisch so als Sozialarbeiterin angefangen und dann in die Politik und dann auf lokaler Ebene und auf Landesebene. Und natürlich sind die ganzen Themen von Donum Vitae, Sternenkinder, die Beratung. Sind alle so auf mich zugekommen. Nein, die sind nicht auf dich zugekommen, sondern man muss sagen, eigentlich hast du immer letztendlich nicht bloß das Thema Frauen, sondern das Thema des Ungeborenen und des schützenswerten Lebens, also dass man sich darum kümmert, das war für dich eigentlich immer der Punkt. Ja. Und dafür ist sie auch bayernweit bekannt. Also das ungeborene Leben zu schützen, war, glaube ich, für dich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt und in Verbindung damit natürlich auch, wie geht es den Müttern? Richtig. Vor der Geburt, nach der Geburt? Richtig. Dann, du hast erreicht das Thema der vertraulichen Geburt und ich glaube, du wirst nicht aufgeben, bis auch die anonyme Geburt und du wirst endgültig. Uns endgültig auch genau so funktioniert, ja. Weil das, ich glaube, das verfolgt dich und jetzt würde ich natürlich dich auch bitten, weil du hast. Wir können ein bisschen Revue passieren lassen. Sie hat mir so viel erzählt, auch am Telefon. Und da hat sie aber immer gesagt, und da habe ich auch noch eine Idee. Und, dass wir dich einmal vielleicht auch mit reinbinden und dass wir es auch echt so machen, dass wir nicht so eine Geschichte haben, wie wir reden und am Schluss gibt es noch Fragen der Presse, sondern dass wir es tatsächlich so reinfließen lassen, als wenn es am Kaffeetisch wäre. Genau. Genau. Dann, wenn ich das Wort ergreifen sollte, dann sage ich als erstes Dankeschön. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister, für diese nette Runde. Und ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit. Also das ist schon das A und O, dass man mit den örtlichen Verbänden und Politikern und vor allem auch mit der Presse gut zusammenarbeitet. Also nicht zusammenarbeitet. Ich möchte Ihnen eigentlich als erstes herzlich danken. Sie haben mich immer fair begleitet. Mein ganzes Leben lang. Und das, glaube ich, können alle, die auch hier sitzen, sagen. Also es war immer ein schönes Miteinander. Und ich weiß, ohne die Presse kann man einfach viel gar nicht erreichen. Man kann ganz wenig Meinung sagen, hinausbringen, Meinung bilden, was ja auch notwendig ist in vielen Bereichen. Naja, und angefangen, das stimmt schon, Herr Oberbürgermeister, angefangen hat es mit mir, als ich Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre nach Amberg gekommen bin, als Sozialarbeiterin. Ja, und da hat die Stadt ganz anders ausgeschaut. Wer sich das vorstellen kann noch, der sollte sich viele Baracken vorstellen. Die Baracken am Bergsteig, die Baracken im Drahthammer, die Baracken am Kugelfang, die Baracken in der Bayreuther Straße, dann draußen die großen Baracken, wenn man nach Sulzbach fährt, rechts oben, war alles voller Baracken. Und die Menschen waren da drin eingepfercht. Und ich bin von Baracke zu Baracke gegangen. Und dann hat man im Einzelfall da und dort einmal helfen können. Dann hat es ein Wohnungsamt gegeben. Mhm. Da sind die Leute dann da oder dort eingewiesen worden. Und ich war da immer gar nicht sehr zufrieden mit dem und dem. Dann haben wir gedacht, also die Einzelfallhilfe, da bist du ja ganz ohnmächtig da draußen. Du musst in den Stadtrat gehen, da musst du mal gescheit denen sagen, was da draußen eigentlich los ist, wie es den Kindern geht. Und ja, und dann bin ich auch in dieser Zeit schon mit dem Wohnungsbau- und Siedlungswerk sehr eng zusammengekommen, mit dem Herrn Kirner damals, ja. Mit Hans Kirner. Und da sind dann viele Ideen entwickelt worden,
weil es auch viele Menschen gegeben hat, die gesagt haben, also die kann man, diese Leute kann man nie eingliedern. Das ist, also wie es oft gesagt worden ist, ein Bodensatz. Also ich mag das jetzt auch gar nicht haben, dieses Wort, aber das hat mich so aufgeregt. Also in den Baracken drin, wo die Astlöcher waren, hast du von einer Wohnung in die andere reinschauen können. Also einen Intimsbereich hat es eigentlich gar nicht gegeben. Und wie gesagt, und am Bergsteig war es dann ganz besonders schlimm, weil ja dann alle heimatlosen Ausländer, die sind ja dann alle auch da oben eingepfercht worden. Naja, so hat es dann angefangen. Und dann habe ich mich 66 aufstellen lassen. Und kein Mensch hat gedacht, dass ich da reinkomme in den Stadtrat. Ich war noch ganz jung damals und ein bisschen forsch vielleicht. Aber dann in der Zeitung stand dann, ja, bravo Fräulein Stadtrat. Denn damals war eine unverheiratete Frau das Fräulein. Gell? Das sind Umbrüche im Leben, das kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen. In der Jugendzeit habe ich Stramm Heil Hitler gesagt müssen in der Schule. Das war dann dieser große Umbruch. Dann hatten wir überhaupt schlechte Schulverhältnisse, keine Lehre. Die waren ja alle am Feld draußen. Dann haben wir so kurz ausgebildete Fräuleins in der Schule gehabt. Und dann erst, ein Jahr lang war dann gar keine Schule, und dann erst konnten wir so mit 12, 13 Jahren mit der Bildung beginnen. Ja. Das sind diese Umbrüche gewesen im Leben, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Manchmal denke ich schon, wir jammern auf sehr hohem Niveau heutzutage. Wenn man so ein Leben zurück, wenn ich so zurückblättere, dann denke ich mir immer, mein Gott, na, das hat man eigentlich alles wieder gepackt und einmal haben wir wieder angefangen und immer ist wieder was Ordentliches draus geworden. Ja, das sagen wir auch manchmal bei den Altersjubiläen, weil sie sagen, wir haben nichts gehabt und wir haben gearbeitet und haben immer ein Stück was erreicht. Und sie sagen, wenn es heute mal du das Gefühl hast rückwärts, dass es geht, das ist doch viel schlimmer. Das kann man im Nachhinein sagen, aber eure Generation hat eigentlich schon wahnsinnig viel erreicht. Wenn man sich das anschaut, welchen Wohlstand wir heute haben, und du sagst das. Ja. Damals hat man wahnsinnig viele Baracken mit Flüchtlingen und Wohnungsnot. Das war eine richtig große Wohnungsnot, bis man dann natürlich auch dieses große Projekt, D-Programm entwickelt hat, das ganze Stadtteile dieses Elend aufgefangen hat. Amberg war, ist halt nicht zerbombt worden und darum ist halt alles nach Amberg reingeschleust worden. Das ist ja ganz, ganz Selbstverständliches. Aber das hat man also wirklich gut entwickeln können. Genau. Mit vielen, vielen Diskussionen und vielen, vielen Bemühungen. Aber wie ist das Fräulein in den Landtag gekommen? Ja. Weil du hast wahrscheinlich dann wieder irgendwann gedacht, das in Amberg, das da muss eine Position geben, wo man mehr erreichen kann. Oder war es ein Zufall? Es ist ja so gewesen. Dann kam ja auch diese große Zeit der 1868er. Da gab es dann viele Diskussionen. Da war in Amberg der Abgeordnete Arnold. Werden die Leute vielleicht von Namen her noch kennen. Und der Arnold, das war der damalige Stimmkreisabgeordnete, sondern Listenabgeordneter. Und der hat sich über diese Studenten so aufgeregt, fürchterlich. Und die haben ihn auch so zugesetzt, weil er nämlich im kulturpolitischen Ausschuss war. Und hier in Amberg waren also recht aktive Gruppen, ganz links außen und wie man die auch sagt. Jedenfalls gab es eine große Diskussion und eine Podiumsdiskussion und haben gesagt, naja, wen sitzen wir dann auf? Da sitzen wir die Stadträtin dann auf. Und war der Arnold war dann auch natürlich mit oben, den Arnold haben sie recht zugesetzt und irgendwie muss ich schon auch den richtigen Ton erwischt haben. Mich haben sie also recht gut akzeptiert. Mhm. Und dann haben wir gedacht, naja, schau mal an. Man kann wirklich mit denen ja auch ein bisschen arbeiten, das geht ja gut.
Und dann kam der plötzliche Tod vom Arnold. Das war 69. Ist der Arnold plötzlich gestorben. Man hat immer gesagt, den hat also die Revolte das Leben gekostet. Haben sie immer gesagt, aber das weiß man nicht. Der war ja immer auch sehr, sehr engagiert in den Schulen. Er hat ja drei Schulen geleitet und noch im Landtag gewesen. Also es war ein sehr aktiver, sehr, sehr guter Abgeordneter, muss ich schon sagen. Und ja, dann war also praktisch auf der Liste für Amberg niemand da. Und dann war der Schlögl Peter, der war damals der Vorsitzende der Jungen Union, und ich war ein bisschen in der Jungen Union. Das waren recht aktive Leute damals, die haben mir recht gut gefallen, die haben auch mit angepackt, haben Spielplätze gemacht und lauter solche Sachen haben wir als Junge Union gemacht. Und dann hat der Schlögl Peter gesagt, geh zu, lass dich doch auf die Liste setzen. Und dann haben sie alle gesagt, na ja, geh. Wir würden dich schon wälteln. Auf der Oberpfalz lustig, kennt dich kein Mensch. Und dann habe ich auch einen schlechten Platz gehabt. Also einen siebten Platz, also das ist ja für eine Liste eigentlich nichts mehr. Und dann bin ich eingekommen. Und einmal hat es geheißen, nach Goppel die meisten Stimmen in der Oberpfalz. Wahnsinn. Ja. Hat die Zeitung jedenfalls festgestellt. Naja, dann bin ich also in den Landtag gekommen. Damals als erste Frau aller Parteien aus der Oberpfalz. Die Oberpfalz hatte noch nie eine Frau im Landtag. Und ja, und dann war ich halt im Landtag jetzt gewesen. Du bist wahrscheinlich von den ganzen Männern sofort akzeptiert worden. Ach du! Da hat man sich an sich schon ein bisschen schwer getan. Also. Weil, das glaubt man auch nicht, dass auch eine Politik kann auch maskulin sein mit vielen Männern. Also das ist mir dann damals, das mir an einem Beispiel kann ich das also recht gut erklären. Da habe ich dann, einen Antrag aufgestellt, das ist ein bisschen später gewesen, auf ein bayerisches Familienprogramm. Das wollte ich also haben. Also nicht nur, dass immer irgendwo sporadisch nur was entsteht, sondern dass man programmatisch das macht. Und dann habe ich als erstes, das habe ich dann auch ein bisschen so durchgebracht in unserem Arbeitskreis, dass die Frauen ein Erziehungsgeld kriegen. Also damals aber Erziehungsgeld, haben wir gesagt. Na, und das war eigentlich recht gut gelaufen, haben wir gedacht, das gibt jetzt was, ein bayerisches Erziehungsgeld, ein erstes bayerisches Erziehungsgeld. Dann kam das in die Fraktion. Dann haben wir gesagt, ja, das ist ja ganz, da kriegen jetzt ja bloß die Frauen ein Geld. Die Männer müssen ja auch was einbringen, wenn eine Familie ist. Dann hat der Birkel seinerzeit gesagt, das machen wir ganz anders, da machen wir kein Erziehungsgeld, da machen wir ein Familiengründungsdarlehen. Wenn wir heiraten, brauchen wir Geld. Das haben alle gesagt, jawohl, so machen wir es. Und weg war das Erziehungsgeld. Und es gab dann ein bayerisches Familiengründungsdarlehen. Und je nachdem, wenn immer ein Kind gekommen ist, dann haben wir hat man von den Darlehen was geschenkt kriegt. Das war auch ein guter Gedanke, natürlich ein guter Gedanke. Aber da sieht man, wie schwierig das ist, dass man dann, sagen wir mal, ein Frauenthema überhaupt auf die Tagesordnung gebracht hat. Und dann war ja auch noch etwas damals, wenn man so zurückdenkt. Vor mir, vor 70, konnten die Oberbürgermeister und die Landräte Abgeordnete sein. Da war in Arnberg war immer der Dr. Rass, der war immer auch Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Und natürlich haben die Oberbürgermeister und die Landräte sich recht hübsch was für ihren Kreis herausgeholt, ganz logisch.
Und dann haben aber die selber gesagt, so kann es nicht weitergehen. Es muss, das darf sich nicht vereinbaren, das kann sich nicht vereinbaren, das hat so ein Gesetz gegeben. Das ist unvereinbar, da ein Landrat oder ein Oberbürgermeister zu sein und zugleich ein Abgeordneter, das geht nicht. Und dann ist der Rass als erstes Mal dann rausgefallen und dann ist dann der Herr Wagner reingekommen, der ist mit mir 70 in den Landtag dann eingezogen. So ist es gewesen, ja. Das war, und damals hatten wir auch noch den Senat. Der Senat, er war eine gute Sache. Ganz schade ist es, dass er eigentlich abgeschafft worden ist. Durch ein Volksbegehren ist er abgeschafft worden. Und der Senat, da hatten wir in Amberg zwei Senatoren. Einmal von der SPD hatten wir den Herrn Renner. Und später hatten wir den Herrn Steininger, Dr. Steininger, der dann Senator war. Und die Senatoren haben alle Gesetze gekriegt, die wir im Landtag beschlossen haben, haben die zur Begutachtung bekommen im Landtag. Und das ist ein so schönes Regulativ gewesen, weil die Verbände zum Beispiel, die Gewerkschaft, die Wirtschaft, die Kirchen, die Medien, die sind da alle drin gewesen in diesem Senat. Und die konnten dann uns Abgeordneten sagen, na, da liegt es falsch oder dort könnte man also was verändern. Und das fand ich sehr gut. Und der Senat, der hat sich so gut verankert gefühlt im Land, dass er eigentlich gar keinen Wahlkampf geführt hat, als er abgeschafft worden ist. Die haben gemeint, naja, die Verbände, die werden schon für sie kämpfen und die werden das schon machen, die waren das gar nicht so gewöhnt. Die Herren Präsidenten vom Bauernverband und von der Industrie, die haben sich gedacht, naja, unsere Leute, die sind da schon dafür, dass wir da drin sind im Senat. Aber plötzlich war er weg. Ja, dann war diese zweite Kammer, war dann weg. Und ich muss sagen, also ich habe das immer für schade empfunden, weil ich mit jedem Gesetz bin ich also da auch in den Senat reinkommen, kommt man die Senatoren fragen, wie denken sie denn? Ich hatte damals zum Beispiel das Kindergartengesetz als Berichterstatterin, da geht man natürlich zu den Trägern hin und sagt, wie sehen sie denn das oder wie schaut das aus? Und das war dann einfach weg. Und dann weg. Aber das sind Dinge, die sind echt Geschichte, ne? Ja. Das ist echt Geschichte. Das war für uns tägliches Leben. Und wenn man dann zurückschaut, denkt man, naja, also ein Buch kann man da nicht drüber schreiben. Ja, das war ein direkter Schmarrn. Warum? Weil man es nicht rüberbringt. Ach, weil man es nicht rüberbringt, ja. Weil man es nicht rüberbringt, so lebendig und so. Schön war das. Und die SKF, bist du dazugekommen oder hast du das mit hier gegründet oder wie war das? Das ist so. Der SKF ist gegründet worden von der Frau Hertinger. Er war am Gymnasium für Latein und Griechisch Lehrer. Und sie war eine geborene Teigtochter von der Apotheke Teig. Das war die Frau Hertinger. Und die Frau Hertinger war schon im Krieg aktiv in der Weißen Rose. Hat sie Jugendarbeit gemacht. Und nach dem Krieg hat sie sich dann vor allem auch um die Frauen, die hier gelandet sind, um die Truppenübungsplätze herum, hat sie sich da angenommen, auch in Amberg, weil das war ja schwierig für die Frauen seinerzeit. Wenn die Männer bei der Partei waren oder wenn sie noch beim Militär waren oder aber auch bei der Partei, haben die für die Familien, für die Kinder nichts gekriegt. Die haben überhaupt nichts gehabt. Die Frauen waren dort mit ihren Kindern und haben nichts gehabt. Und dann haben sie sich natürlich auch an denen angedehnt, die was haben, also bei den Amerikanern oder so. Oder, da gab es dann ganze Frauenringe um diese beiden Truppenübungsplätze. Um Grafenwöhr und hier auch um Hohenfels. Und da hat sich die Frau Hertinger angenommen. Und wir hatten dann auch noch
ein Frauengefängnis. Das, man musste dann auch, wurde ja dann auch von der Freiherdinger, von Sozialdienst katholischer Frauen, mit betreut für das Frauengefängnis. Und ich bin als einzige sogenannte Fürsorgerin damals noch zum SKF nach Amberg gegangen. Ich hatte einen Onkel hier, das war der Herr Schlöer, und der ist dann verstorben. Meine Tante war allein, dann hat sie mich angerufen und gesagt, ob ich nicht zu ihr ziehen würde. Mhm. Ich hatte in München schon eine Stellung als junge Sozialpädagogin natürlich. Und habe mir gedacht, bist jung, kannst deiner Tante ein bisschen helfen hier in Amberg, dass sie nicht allein ist. Dann bin ich nach Amberg gegangen und dann bin ich dann hier hängen geblieben. Ne? Genau. So ist es gegangen. Ich kam als Sozialpädagogin zum SKF. Und als ich aus dem Landtag ausgeschieden bin, kam natürlich die Frau, die Hartl, Elisabeth, hat gesagt, ja Maria, jetzt musst du schon den SKF übernehmen. Ich habe das jetzt nach der Freiherdinger gemacht, jetzt musst du das du machen. Dann habe ich gesagt, jetzt lass mich nur ein bisschen einmal schnaufen und dann mache ich das schon. Dann habe ich also ein kleines bisschen durchgeschnauft als stellvertretende Vorsitzende und dann habe ich den SKF genommen. Ja. Und dann haben wir ihn halt aufgebaut, so Stück für Stück, ja, nacheinander. Ja, da haben wir unsere schulbegleitenden Sachen am Bergsteig gemacht und Kindergarten haben wir auch gemacht am Bergsteig, weil die Kinder nicht genommen worden sind im normalen Kindergarten. Und dann haben wir den Notruf aufgebaut und die Nachbarschaftshilfe. Und so kam dann eins nach dem anderen. Und dann haben wir ein Haus Arche gemacht, dass wir Frauen unterbringen können. Und so ist es nacheinander dann geworden beim SKF. Bis die Beratungsstelle hat es aufgebaut. Die Beratungsstelle. Und da habe ich dann nochmal in meinen alten Tagen das Kämpfen anfangen müssen mit den Herren Bischöfen und mit den Herren Papst. Ja. Habe ich nicht gewonnen. Nein, aber du hast... Aber ich habe gesagt, ich lasse diesen wertvollen Dienst nicht runtersausen. Das lasse ich nicht. Die sind so tolle Pädagoginnen gewesen, die haben so toll gearbeitet. Ja, du sagst das so einfach. Wer dich damals erlebt hat, das war, glaube ich, schon ein großer Bruch und ein großer für dich. Hat sie fast auseinandergerissen. Auf der einen Seite als überzeugte Christin, ja, und Mitglied der Kirche und dann an einem entscheidenden Punkt zu sagen, ich sehe es komplett anders und da folge ich euch nicht. Und das war schon für dich was dich innerlich zerrissen hat, glaube ich. Also, lieber Herr Oberbürgermeister, das stimmt. Es stimmt. Ich hätte es nicht glauben können, dass es sowas passieren kann. Aber viel später habe ich dann bis heute eigentlich gemerkt, sie verstehen es halt nicht. Nein, sie verstehen es wirklich nicht. Es ist halt so, wenn man bedenkt, sie müssen alles, was die Kirchenleitung, ich sage immer die Leitung, also der Pfarrer, ist ganz was anderes als die Kirchenleitung, aber die alle Frauen und Kinder von sich fernhalten müssen, um überhaupt zu leben, die können die Sensibilität nicht aufbringen. Ich habe es mit der Zeit begriffen. Mhm. Und von daher konnte ich eigentlich dann gut leben. Nachher konnte ich also gut leben, weil mich auch mein Bruder sehr gut begleitet hat, mein Bruder Heiner. Denkt sie ja. Wahrscheinlich kennt der Heiner. Ist übrigens die Frage, ist der Heiner wegen dir dann nach Amberg gekommen oder war das ein Zufall? Der war schon Amberg. Der war schon als Kaplan in Amberg. Der war schon als Kaplan in Amberg, wie du gekommen bist. Der war in St. Georg Kaplan. Mhm. Und dort hat er dann Kolben so richtig aufgebaut, als Kaplan da noch. Ne? Und und dann ist er ja Katechet geworden. Ja. Und ihr habt beide so dieselbe Einstellung. Wir haben beide dieselbe Einstellung. Ihr immer was starten und nicht drüber nachdenken, ob es gut geht, weil man sagt, der liebe Gott wird es schon richten.
Ja, ein bisschen Gottvertrauen muss man schon haben. Ja. Ja, also das, anders geht es nicht. Genau, aber der, kann man schon sagen, der Ton und Witte und auch diese Fortführung ist eigentlich mit wesentlich durch dich, warst wahrscheinlich nicht allein, aber schon wesentlich durch dich entstanden. Das ist richtig, das ist so gewesen. Die Beraterinnen wollten diese Arbeit ja weiter tun. Das ist ja nicht bloß so ein Job. Wenn man da drinnen ist in dieser Arbeit, dann ist das ja eine echte Berufung. Und die Beraterinnen, die bekommen etwas mit, was die ganze Welt nicht mitbekommt. Das sind diese fürchterlichen Lebensgeschichten der Frauen. Und sie haben ja das Zeugnisverweigerungsrecht, sie dürfen ja von den einzelnen Fällen nichts erzählen, was man sonst leicht erzählt. Das ist alles bei ihnen. Und das ist ein Stück Berufung. Und die wissen, wie glücklich es ist, wenn man jemand wieder aufrichten kann und der dann wieder mit erhobenem Kopf durchs Leben geht. Oder wenn ein Kind lebt, weil man halt da gewesen ist und weil sie nachher glücklich sind miteinander, vorher haben sie Angst und Not gehabt. Und diese Beratungsarbeit, das ist eine so schöne Arbeit und die wollten die weitermachen. Jetzt war ich als Vorsitzende beim SKF und Trägerin der staatlich anerkannten Schwangerenberatung beim SKF, war ich natürlich in der Zwickmühle, weil ich auf der einen Seite wollte ich die Beratungsstelle nicht aufgeben, auf der anderen Seite wollte ich versöhnen mit der Kirche, aber das ist halt leider nicht gegangen. Und dann wurde dieser Vereinigung in München gegründet mit der Frau Stützle. Ihr Mann war beim Sozialministerium tätig und sie war die Vorsitzende Landeskomitees der Katholiken. Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben ein bisschen Geld beieinander, wir können höchstens 3 Beratungsstellen übernehmen in Bayern. Mehr können wir nicht übernehmen, weil wir nicht mehr Geld haben. Sie hat immer den Haushalt für ganz Bayern gehabt, da hat sie vor der Haushalterin, natürlich. Und jetzt sind alle gekommen, die ganzen Beratungsstellen, die ich ja schon gekannt habe, aus meiner Arbeit als SKF, hatte ich ja schon Berührung mit anderen Beraterinnen in Bayern, hatte ich ja schon. Jetzt sind die alle gekommen und gesagt, ja, wir möchten auch zu Dolomiti gehen. Haben wir vor die erste Stelle, die zu Dolomiti überhaupt gegangen ist in ganz Bayern. Ja. Und wenn ich gesagt habe, und das macht man nicht auch. Und das ziehen wir auch durch. Und jetzt sind alle gekommen. Ja, die Präsidentin gesagt, ja, das kann ich überhaupt nicht geben. Ich kann da keine Vorsitzende sein. Nein, sie hat gesagt, ja, wenn du meinst, ich mag's nicht, du kannst nicht Vorsitzende machen, auch wie es gebaut soll. Ich habe aber gedacht, dann werde ich, das wird dann schon werden. Der liebe Gott wird es schon richten, oder? Da hat er auch gesagt, also das muss irgendwie gehen. Und es ist dann auch gegangen. Mhm. Und das war auch damals die Zeit der Stiftung der Bischof Hechel mit meinem Stift, weil er gesagt hat, machen wir eine Stiftung. Erst schon 10, das geht da schon. Ja. Nein, aber ich glaube, vielleicht hätte es ohne die Erfahrung mit Landtag etc., hättest du das vielleicht nicht getraut. Aber du hast. Da war ich aus dem Landtag heraus. Ja. Aber du hast schon noch ein paar Verbindungen gehabt. Ich habe Verbindungen gehabt. Ich habe ganz eng zusammengearbeitet mit der Stammbarbara, die ja bei uns im Arbeitskreis war im Landtag und der Alois Glück dazu, der jetzt ja leider verstorben ist. Ja. Es waren schon prächtige Leute und der Günther Beckstein war ja jemand, der da gesagt hat, ja, da müssen wir durch. Und so ist es dann auch gegangen. Die Frau Stamm war die Ministerin seiner Zeit gewesen, das Sozialministerium. Und die hat uns dann geholfen, dass wir nicht nur 80% der zuschussfähigen Kosten, sondern 95% kriegen. Und das war natürlich auch noch immer, 1 Million musste ich aufbringen im Jahr für alle Beratungsstellen in Bayern. Aber es ist dann alles gut geworden. Als schönste Wahl für mich
Und das muss ich sagen, das hat mich getröstet und hat mich jetzt nachher auch sehr beglückt, dass die Beratungsstellen ein solches Selbstwertgefühl entwickelt haben. Und die haben die Beratungsstellen aus sich heraus gefördert, entwickelt, wie all diese Dienste, die wir ja heute anbieten, zum Beispiel die Bestattung der Sternenkinder. Nicht geborenen Kinder, ja. Der Sternenkinder. Das war nicht möglich gewesen, weil das im Bayerischen Stattungsgesetz ja drin gestanden ist. Die werden sittlich entsorgt, diese Kinder. Ja. Und das war okay. Durfte man nicht beerdigen. Erst mit einem Vertrag mit der Stadt Amberg ist es dann gelungen. Wobei du das ein bisschen verkürzt, weil eigentlich hier ging es ja darum, was passiert mit der Mutter, wenn also dieses Kind so früh verstirbt. Also und es gibt keinen Platz zum Trauern. Ich glaube, das war ja der ausschlaggebende Punkt. Und das war ja damals war es halt so vom Gesetz her, das musste dann im Krankenhaus halt irgendwo mit bestattet oder werden. Aber die Mutter, die hatten alle keine Ahnung. Das war also. Das ist schlimm gewesen. Und keinen Platz zum Trauern zu haben. Und ich glaube, das war das Entscheidende mit den Sternenkindern. Natürlich war das Entscheidende. Das ist ja immer das Entscheidende in der Sozialarbeit, dass man hineinhört in den anderen Menschen. Dass man eigentlich heraushören muss, was der andere eigentlich braucht. Nicht, dass man ihm was überstülpt, sondern dass man spürt, was braucht denn der andere. Und das ist ja bei den Sternenkindern so, dass nichts da war, kein Mitleid, kein Verständnis. Auch die Umgebung hat nicht begriffen, was die Frauen und auch die Männer damit machen, wenn ihnen das gewünschte Kind stirbt. Und von daher war das für mich ganz wichtig, dass man Trauerarbeit macht. Aber an diese Probleme bin ich schon durch Don und Vite auch herangekommen, durch die Schwangerenberatung bin ich schon herangeführt worden, das muss ich schon sagen. Und dann war es für mich immer so, lasse ich das so laufen oder mache ich was draus, was Ordentliches. Und dann haben wir halt gesagt, gut, dann müssen wir es machen. Dann haben wir 3 Jahre lang ohne das bayerische Gesetz mit dem Vertrag in Amberg das gemacht. Und das hat alle anderen überzeugt und auch den Gesetzgeber überzeugt. Und dann ist es Gesetz geworden in ganz Bayern und wird jetzt in ganz Bayern diese so wichtige Arbeit geleistet. Das ist also eines dieser ersten Dinge mit gewesen. Genau. Und dann natürlich... Wobei jetzt Sternenkinder ist jetzt kein biblischer Name, aber sonst bist du Moses, Sarah. Also du hast immer irgendwie für die Projekte auch einen biblischen Namen. Ja. Also Moses war natürlich, klar, ja, das Kind, das ausgesetzt ist sozusagen. Ja, genau. Wo eine Frau dafür sorgt, dass vielleicht das Kind gefunden wird. Und gerettet wird. Das muss man ja sehen. Es geht ja nicht bloß, dass sie es ausgesetzt hat. Die hat ja ihre eigene Tochter mitgeschickt, die Miriam, die aufpassen musste auf das Körbchen und die das ja auch zu den Prinzessinnen dann hingeleitet hat. Also es ist nicht nur etwas gewesen, dass eine Mutter das einfach aussetzt, sondern es war die Sorge der Mutter, ein Kind, das sie nicht haben kann, dass das doch leben kann. Und das fasziniert mich heute noch. Also wenn man diese Geschichte liest, fasziniert mich wirklich. Und dann denke ich... Es ist, glaube ich, auch eines der größten Projekte und eines der Projekte, wo natürlich viel Kampf war, auch gegen bestehende Gesetze. Aber wie du gesagt hast, reinhorchen. Reinhorchen in die Menschen. Das ist richtig. Und dann findet man die richtige Antwort. Ja. Bin ich überzeugt, man findet die richtige Antwort. Aber dein Kampf bei der anonymen Geburt, der war ja eigentlich gegen die Windmühlen der Justiz und aller, die gesagt haben, das geht gar nicht. Und wenn es nicht geht, hast du gesagt, das werden wir schon sehen. Nee, es geht auch heute noch nicht richtig. Genau, das ist einer der Punkte, der für dich wichtig ist. Ja. Der ist wirklich, es geht noch nicht richtig.
meine lieben Persönlichkeiten von der Presse, das muss ich jetzt wirklich sagen, wir müssen hier eine Meinungsbildung machen, was diese Gruppe von Frauen, die aufpassen musste auf das Körbchen und die das ja auch zu den Prinzessinnen dann hingeleitet hat. Also es ist nicht nur etwas gewesen, dass eine Mutter das einfach aussetzt, sondern es war die Sorge. Die Sorge der Mutter, ein Kind, das sie nicht haben kann, dass das doch leben kann. Und das fasziniert mich heute noch. Also wenn man diese Geschichte liest, die fasziniert mich wirklich. Und dann denke ich... Es ist, glaube ich, auch eines der größten Projekte und eines der Projekte, wo natürlich viel Kampf war, auch gegen bestehende Gesetze. Aber wie du gesagt hast, reinhorchen. Reinhorchen in die Menschen. Das ist richtig. Und dann findet man die richtige Antwort. Ja. Bin ich überzeugt, man findet die richtige Antwort. Aber dein Kampf bei der anonymen Geburt, ja, der war ja eigentlich gegen die Windmühlen der Justiz und aller, die gesagt haben, das geht gar nicht. Und wenn es nicht geht, hast du gesagt, das werden wir schon sehen. Nee, es geht auch heute noch nicht richtig. Genau, das ist einer der Punkte, der für dich wichtig ist. Ja. Der ist wirklich, es geht noch nicht richtig. Meine lieben Persönlichkeiten von der Presse, das muss ich jetzt wirklich sagen. Wir müssen hier eine Meinungsbildung machen, was diese Gruppe von Frauen angeht, die glauben, keine Hilfe gibt es für mich, ich muss das Problem ganz alleine lösen. Weil diese Frauen in der Gesellschaft nicht anerkannt werden. Wenn man also, jetzt muss ich ein bisschen ausschweifen, die Frauen, die früher unehelich geboren haben, die waren damals auch verachtet und die Kinder hatten weniger Rechte, die unehelichen Kinder. Als ich mein Examen gemacht habe, ich habe noch gelernt, dass keine uneheliche Mutter ihr Kind selber versorgen kann. Die brauchen alle einen Vormund, die haben alle einen Vormund gekriegt. Das war noch meine Zeit, damit habe ich noch Examen gemacht. Aus dieser Gruppe von Frauen ist die Alleinerziehende geworden. Die anerkannte Alleinerziehende, die gleichen Rechte hat wie andere Frauen, die Kinder haben die gleichen Erbrechte. Das ist alles in dieser Zeit entstanden. Dann hatten wir die ganz große Gruppe von Frauen, die früheren Hausfrauen. Wir hatten im Gesetz die Schlüsselgewalt der Frau. Und der Mann hat dann entschieden, ob sie ein Konto anführen kann oder nicht. Das war noch meine Zeit. Und der hat beschlossen, ob sie arbeiten darf oder nicht arbeiten darf. Aber dann kamen die Kriege. Dann kam der Krieg und die Nachkriegszeit. Und die Gesellschaft hat eigentlich sehr schnell gelernt, würde ich einmal so sagen, dass aus der Hausfrau, die ja anerkannte und geförderte und gestützte berufstätige Mutter geworden ist. Es gab Zeiten, wo man gefragt hat, was die Frau, die hat ja Kinder und will arbeiten. Alle Lehrerinnen früher, alle Beamtinnen, noch zu meiner Zeit, bis zum Krieg, durften nicht heiraten. Das war das Fräulein in der Schule. Die haben alle Fräulein geheißen, die Lehrerinnen in der Schule. Weil die durften ja alle nicht heiraten, sie mussten ihre Kraft dem Staat geben. Das war für den Staat undenkbar, dass eine Frau eine Familie hat und Beruf. Das hat also die Geschichte aufgearbeitet. Also, es ist übrig geblieben, die Gruppierung, die also ein Kind gebiert und das Kind nicht haben kann. Oder aus den unterschiedlichsten Gründen. Aus unterschiedlichsten Gründen, aus oft schrecklichen Gründen. Und das kann man offensichtlich nicht kapieren, dass eine Frau, die ein Kind hat, das nicht haben will. Also das ist diese Rabenmutter. Diese böse Rabenmutter, die ein Kind hergibt. Und das haben wir bis heute nicht aufgearbeitet. Diese Gruppe von Frauen, die sagt, ich habe jetzt das versäumt, dass ich das
dass ich das abtreibe. Das hatte ich gar nicht gedacht, die hat das verdrängt, die hat das gar nicht wahrgenommen, dass sie schwanger ist. Und dann auf einmal war alles zu spät. Und dann hat sie das Kind da gehabt und hat nicht gewusst, was sie mit dem Kind machen soll. Und die Situation war so, dass die Frauen halt das einfach allein geboren haben. Manchmal ist es gut gegangen, manchmal ist es schlecht gegangen. Man weiß nicht, wie viele Kinder getötet worden sind. Das weiß man nicht. Aber eine Dissertation von einem Herrn Bauermeister aus den 70er Jahren, der hat aufgelistet, alle Frauen, die im Krankenhaus geboren haben, von diesen Frauen hat keine einzige das Kind getötet. Es ist das Allerwichtigste, dass die Frauen eine Hilfe haben bei der Geburt. Und das, denke ich, ist also die erste Stufe, dass man sagt, und es gehört zum Wesen der Frau, dass sie ein Kind gebären kann. Und wenn sie ein Kind gebiert, ist es eine Grenzsituation für Mutter und für Kind. Und der Staat hat mit seinem Grundgesetz diese Würde dieser Frau zu schätzen. Und die hat das Leben des Kindes zu schützen. Und ich bin der Überzeugung, dass es schon vom Grundgesetz her, die jede Frau das Recht haben muss auf eine Hilfe bei der Geburt. Jetzt war aber dann die große Diskussion ja im Bundestag mit der vertraulichen Geburt, die anonyme Geburt. Du warst am Schluss enttäuscht, dass ja. Sozusagen die anonyme Geburt, dass man die weiterhin ablehnt, sondern in Anführungszeichen nur bereits ein guter Schritt, die vertrauliche Geburt. Richtig. Aber es ist für dich ein wesentlicher Schritt, dass Richtig. Es auch anonym möglich sein muss. Das muss wo ist der große Unterschied? Der Unterschied ist darin, dass man einer Frau, wenn sie zur Beratung kommt, dass man sagt, du kannst jetzt das Kind, die vertrauliche Geburt, du kannst jetzt das Kind auf die Welt bringen, aber du musst sagen, wer du bist. Das halten wir aber geheim, bis das Kind 16 Jahre alt ist. Und dann hat das Kind das Recht, bei einer Stelle nachzufragen, wer denn die Mutter ist. Es ist ja so, wir sind ja immer drauf und dran, alles zu tun, damit das Kind weiß, wo es herstammt. Aber es gibt halt Frauen, die sagen, ja, das kann ich nicht. Ich bin islamischen Glaubens zum Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel. Ja, nach 16 Jahren ist meine Familie immer noch islamischen Glaubens. Und dann ist mein Leben gefährdet und wer weiß, was mit mir passiert, wenn das aufkommt. Die kann das einfach nicht. Es ist die gleiche Gruppierung von Frauen, die ein Kind bekommt, aber nicht haben will. Aber es gibt Fälle, die sind noch so schlimm, dass sie es auch nicht vertraulich machen können. Es ist eigentlich die gleiche Gruppe, bloß ist bei einer Gruppe sind die Familienverhältnisse noch schwieriger. Mhm. Ja. Und das wäre dein großer Wunsch. Und das ist mein Wunsch und es wird er auch bleiben, dass die mit aufgenommen sind, weil ich gar nicht einsehe, warum die weniger Schutz haben sollen, warum diese Kinder weniger Schutz haben sollen, warum wir haben doch mit viel Geld wunderbare Krankenhäuser. Warum sperren wir einen Teil davon, von diesen Frauen aus? Warum sagen wir nicht einfach, wir in Bayern sagen, bei uns kann jede Frau, ganz gleich, welche Lebenssituation sie hat, Hilfe bei der Geburt ihres Kindes bekommen. Was wäre jetzt da schwierig da dran? Das musst du wissen. Sie hat anlässlich ihres Geburtstages auch nochmal einen Brief geschrieben. So ein bisschen unter dem Motto, es gibt ein paar Punkte, die müssen geregelt werden, solange ich lebe. Jawohl, habe ich gesagt. Jetzt wird es Zeit, krank, jetzt stirb ich, jetzt muss das noch geregelt werden. Ja, aber du hast mehrere Punkte. Also einer, ich glaube, der ist für dich ganz wichtig, ja. Die anonyme Geburt. Aber ja. Dann ist ja auch ein großer Schwerpunkt gewesen. Aber nicht, dass der herauskommt, dass ich gegen die vertrauliche Geburt, das war ja mein Wille. Ja. Da habe ich ja gekämpft drum. Ne?
da habe ich ja gekämpft drum. Aber man könnte das so leicht eingliedern in das Gesetz. Ja. Habe ich Ihnen ja gesagt, wo man das machen könnte. Wenn man schon die Daten nicht hat, aber ich kann einen Brief der Mutter an das Kind aufbewahren. Oder einen guten Wunsch der Mutter an das Kind. Das Allerwichtigste ist, nicht das Datum als solches, sondern dass das Kind ein inneres, positives Bild von der leiblichen Mutter hat. Damit kann jedes Kind leben. Manchmal denke ich mir, einmal möchte ich noch erleben, dass all diese Kinder und die da geboren worden sind, dann möchte ich nur noch mal ein Fest machen. Alle lade ich mal ein. Und wenn das geht, also aber da ist ja wieder der Datenschutz dagegen. Aber das steht mir nochmal freuen, so 100 Kinder. Aber, ja, das steht mir nochmal freuen. Also es geht ganz leicht, die vertrauliche und die anonyme Geburt, ist ja sowieso der gleiche Hintergrund, zusammenzuführen in den gleichen Gesetz, im Bayerischen Schwangerenberatungsgesetz kann man das reinbringen. Es ist nur einfach so, dass manche nicht kapieren, dass es Situationen gibt, wo Frauen das nicht sagen können, okay, wie sie heißen. Und dann in einem Konflikt sind, wo sie vielleicht eine falsche Entscheidung treffen, ja, sich gefährden, das Kind gefährden. 3 Fälle haben wir jetzt wieder gehabt in Bayern, wo ich es so in der Presse verfolgt habe, die allein geboren haben und das Kind umgebracht haben. Das ist nicht, weil sie das Kind umbringen wollen, sondern man muss sich halt auch mal vorstellen, wie das ist bei einer Geburt. Da sind sie allein irgendwo, wie man dann liest, in einer Toilette oder irgendwo und bringen das Kind auf die Welt. Bisher konnten sie es geheim halten, jetzt fängt das Kind der Schreier an. Das Kind wird als Verräter empfunden. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Die Spuren sollen es verwischen, niemand soll sie sehen und der Schreier das Kind. Ja, da passieren dann die schrecklichen Dinge. Und da sind wir als Wächter des Lebens, als Wächter. Der Staat ist es. Da sind wir dafür verantwortlich, dass sowas nicht passiert. Jetzt kleiner Cut von Moses zu Sarah. Auch ein wichtiger Punkt. Ja. Glaube ich, erst zeitig später gekommen, aber ja. Ab wann ist der Punkt gekommen, wo du in die Frauen reingebracht hast, wo du sagst, ungewollt, nicht schwanger, da muss man was tun. Das stimmt. Eigentlich ist das Problem mir auf den Nägel von Kindheit an geschrieben. Nicht von Kindheit an, sondern von Jugend an, weil mein Bruder Eduard so gern Kinder gehabt hätte und keine bekommen hat. Die haben alles versucht und haben keine Kinder bekommen. Das war sein großes Elend. Der hat Hütten und Grub bei Grafenwöhr so das Gut gehabt und hat es aufgebaut und alles konnte er aufbauen, aber Kinder hat er keine. Es ist dann auch alles wieder zerfallen nach seinem Tod. Und dann haben wir immer gedacht, mei, das ist so schade, wenn Menschen gern ein Kind hätten und keines bekommen können. Drum haben wir auch seinerzeit, als es angefangen hat, dass man überhaupt Hilfen geben kann, haben wir ja das Sarah-Projekt gemacht. Da war ja der Herr Oberbürgermeister selber mit tätig. Das muss er sagen, da war er selber mit tätig. Denn ich bin mit dem Herrn Professor Scharl und dem Herrn Dr. Krieg einig gewesen. Das ist nicht nur ein medizinisches, das ist auch ein psychosoziales Problem. Die Menschen brauchen eine Begleitung. Schon in der Vorbereitung brauchen sie eine Hilfe, damit man im Rechten und entspannt in diese Kinderwunschbehandlung hineingeht. Und dann braucht man eine Begleitung, wenn ein das so erwünschte Kind nach 4 Wochen stirbt. Das ist ein solches Elend. Und diese Begleitung, diese psychosoziale Begleitung, um die Kinderwunschbehandlung herum, die haben wir dann
als erste in Bayern angeregt. Also da sind wir dann nach München gefahren. Genau. Da habe ich also den Herrn Professor Scharl und den Krieg, den haben wir zusammengepackt. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir den Oberbürgermeister mitnehmen. Ja, da war ich Bürgermeister zum damaligen Zeitpunkt. Damals der Bürgermeister. Da war ich als Bürgermeister dabei, genau. Ah. Also, aber es war so ein bisschen die vermittelnde Rolle, weil es gab zwei Probleme. Also es gab eigentlich, im ersten Schritt gab es ein Problem. In Regensburg und in Erlangen, glaube ich, ja, gab es ein Kinderwunschzentrum und die beiden haben massiv dagegen gearbeitet. Das ist in Amberg ein drittes Jahr. Und die Maria hat gesagt, warum muss man das den Frauen antun? Weil da gibt es halt Termine, dann müssen die immer den ganzen Tag frei nehmen, müssen Urlaub nehmen, müssen in der Arbeit erklären, warum sie wieder nicht da sind. Und bei uns gäbe es so viel. Und natürlich das Sarah-Projekt. Und wir waren in München. Und dann hat die Maria das auch vorgestellt und wir haben das alles vorgestellt. Und das weiß ich noch, da war dann die erste, die gesagt haben, das ist so ein tolles Projekt. Warum machen wir das nicht in München und warum soll das in Amberg stattfinden? Und dann sind sie hochgegangen. Ja, weil das die Idee von der Frau Maria Geiswittmann ist. Und kannst dich erinnern, das war dann, da muss man auch sagen, da hat uns der damalige Staatssekretär, der Herr Sattmann, ja, und die Melanie Hummel waren Staatssekretär, die waren ja bei dem Gespräch dabei. Ja. Und die sind dann am Schluss aus dem Gespräch rausgegangen und haben gesagt, das Kinderwunschzentrum kommt nach Amberg. Und das Sarah-Projekt soll auch in Amberg stattfinden und gefördert werden. Genau. Und dann haben die im Hintergrund nämlich nochmal was probiert. Da haben sie nämlich dann gesagt, der Professor Krieg, der soll sein ganzes Labor einrichten. Und ungefähr fast 1 Million. Und wenn er dann fertig ist, dann kommen sie und nehmen es ab und sagen, ob er es betreiben darf oder nicht. Das war für den Krieg natürlich unmöglich. Und dann haben wir da auch nochmal Dinge gesagt, ihr müsst vorher sagen, was ist zu erfüllen, dann wird es, also, aber wenn er das Geld ausgibt, muss das dann auch funktionieren. Und dann haben wir, das war eigentlich der Punkt, warum es das Kinderwunschzentrum in Amberg gibt, das war schon ihre Aktivität gemeinsam und das Sarah-Projekt, also diese Begleitung auch der Paare an der Stelle. So ist es. Und was sich ja jetzt auch noch ausgeweitet hat, wie du gesagt hast, wenn natürlich der Kinderwunsch erfüllt ist und dann frühzeitig auch das wieder der Fall, da ist die Fallhöhe noch mal größer oft. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber Sarah haben wir es natürlich auch genannt, weil es im Grunde genommen schon im Alten Testament eine Hilfe praktisch bei der künstlichen Befruchtung gab. Das jüdische Recht ist ja, hat also ja auch hier geholfen. Da hat es im Alten Testament war es so, wenn eine Frau keine Kinder hatte, dann konnte sie veranlassen, dass ihr Mann mit einer Angestellten oder so mit einer Magd ein Kind kriegt. Und wenn dieses Kind in den Schoß der Frau geboren wird, dann ist es ihr eigenes leibliches Kind und ist dann als eheliches Kind anerkannt. So steht es im alten ehelichen... Eigentlich die Leihmutterschaft, oder? Im Grunde genommen. Ja. Im Grunde genommen ist es das. Und von daher haben wir also die Sarah genannt. Weil also schon aus der Geschichte heraus hat man eigentlich schon immer gewusst, dass man da helfen muss in diesem großen Problem. Aber da hast du mir im Vorgespräch, wenn wir uns telefonisch unterhalten haben, ja, gesagt, es gibt schon noch ein Thema, da müssen die Frauen heute alle immer ins Ausland fahren. Ja. Nur bei uns geht es nicht und du verstehst ja nicht warum. Und das war da ein Anliegen, wo man auch ja sagt, Frau in deinem Alter, kommt man ja nicht als erstes drauf, dass das eine politische Forderung noch ist. So ist es. Ja, das ist schon eine große politische Forderung, würde ich sagen. Und sie wäre leicht zu machen, wenn man auch hier Vorurteile abbauen könnte. Und zwar, das ist im deutschen Verständnis, ist die Mutter eine sehr starke Persönlichkeit, also stark geprägte Persönlichkeit. Und das Recht sagt, das ist die Mutter, die das Kind geboren hat. Das ist die Mutter, so steht es da drin. Und der andere ist eigentlich nicht die richtige Mutter. Und darum ist die Samenspende
offensichtlich kein Problem gewesen, auch in der Gesellschaft war das kein Problem. Die Samenspenden sind relativ früh möglich gewesen. Aber wenn eine Frau kein gesundes oder kein kräftiges, keine Eizelle hat, dann konnte sie nichts machen. Sie konnte nicht eine Eizelle einer anderen Frau hernehmen und es mit den Samen ihres eigenen Mannes in Verbindung bringen. Das geht nicht, haben die Deutschen gesagt. Im Ausland geht das überall. Von Holland bis Belgien, bis Polen, bis Ukraine, überall hin, außenrum, im Ganzen, in allen Bereichen, kann eine Frau eine Eispende bekommen, aber nicht in Deutschland. In Deutschland lässt man das nicht zu, dass also eine Frau eine Eispende von einer anderen Frau hat. Das bräuchte man ja genauso, kann man genauso dokumentieren wie eine Samenzelle. Man kann dem Kind von Anfang an sagen, die Samenzelle stammt von dem und dem und die Eizelle stammt von dem und dem. Und da wirbt das ganze Ausland ringsherum um die deutschen Frauen. Brauchen wir bloß einmal ein bisschen im Internet schauen, dann wird man sehen, wie ja um die deutschen Frauen geworben wird. Und die deutschen Frauen müssen für viel Geld im Ausland eine Eispende kaufen. Das alles könnte man regeln, wenn man diese Vorurteile weg hätte. Wenn man sagt, gut, ich kann eine Eispende, ja, von, kann ich mir ja auch aussuchen, selbst von einer Schwester oder von einer Verwandten, wie auch immer, kann ich mir eine Eispende nehmen und meine Familie damit begründen. Man kann das alles und man muss das regeln, nicht verbieten, sage ich, sondern regeln muss man das. Denn die Frauen, die jetzt im Ausland sich eine Eispende holen, die können nur, die können nie, sagen wir mal, dokumentieren, von wem die Eizelle ist. Von den Kindern wird nie jemand erfahren, dass die Eizelle von jemand anderem ist. Wir könnten das ohne weiteres in Deutschland regeln, wenn die Eizelle-Spende zugelassen würde. So ist die Situation. Also das sind also schon Dinge, was man einfach überstülpt, den Menschen überstülpt und sagt, gibt Leute, die sagen, niemand hat ein Recht auf ein Kind. Natürlich hat niemand ein Recht auf ein Kind. Kann man ja auch nicht einklagen, kann man auch nicht einladen. Aber niemand hat auch ein Recht, es den anderen zu verbieten, dass er ein Kind hat. Mhm. Wer nimmt sich eigentlich so viel Macht heraus, dass er das verbietet? Also wenn man dir zuhört, wär schön, wenn man mal so Vergleich Landtag oder Bundestag, dass mal jemand vorne steht und würde so engagiert und so pointiert das vortragen. Ja, natürlich. Vielleicht sollte man dich wieder aufstellen. Ja, mit 100 dann. Ja, nein, aber geht es euch nicht so. Aber du könntest ewig nicht zuhören, weil man... Sagen, die sind doch Anliegen, die Menschen haben. Die sind doch Anliegen, die man regeln kann. Die man einfach regeln kann. Und die man gut regeln kann. Sodass jeder glücklich ist. Und wie schön es ist, wenn ein Mensch leben kann. Es ist das Kostbarste ist ja, und das denke ich jetzt auch an meinen Geburtstag, wenn ich jetzt 90 Jahre alt werde. Meine Eltern haben 6 Kinder angenommen. 6 Kinder. Das ist ja nicht einfach. War das nicht einfach für sie. Aber das ist ein solches Geschenk, für das man ein Leben lang dankbar sein muss. Und wenn man das so ein Geschenk wie du und wie ich habe, dass man das Leben geschenkt bekommen hat, dann muss man es doch dafür sorgen, dass andere Menschen auch leben können und dass sie leben dürfen und miteinander groß werden können. Und dann muss man halt auch diskutieren und man muss auch mit den Kirchen hier diskutieren, weil die Kirchen sagen, künstliche Befruchtung, das sind keine Kinder der Liebe, das ist verboten. Ja, was versteht man davon? Das sind keine Kinder der Liebe. Ja, liebe Kirchenleitung, nehmt doch bitte dieses Wort zurück. Also das sind doch Kinder, geliebte Kinder.
Liebe ist doch so etwas Umfassendes, Großes, das kann man doch nicht allein vom Biologischen her sehen. Man muss doch das umfassend sehen. Und da haben wir noch ganz viel Diskussion, viel Aufgabe auf der Sinn. Jetzt Maria, ja. Zwei wichtige Botschaften waren schon da. Gibt es noch was anderes, was dir am Herzen liegt, wo du sagst, das muss noch geregelt werden, weil das vorher hören wir noch nicht auf. Ja, ja. Also was mir natürlich von Anfang an sehr am Herzen lag, das sind immer die Behinderten gewesen. Das sind die Behinderten gewesen, die... Etwas, was du mit deinem Bruder, mit Heiner, extrem geteilt hast. Ja. Extrem, genau. Da war ich, diese Sozialpädagogin, wo ich am Anfang erzählt habe, da hatte ich mein Büro am Markt, am Malteserplatz oben, in einem Büro von der Georgskirche. Und da gab es also in Amberg einen Mann, der hatte eine behinderte Tochter, das war der Herr Segedi. Und der ist also immer zu mir gekommen und hat gesagt, man muss doch für diese behinderten Kinder was tun. Aber er hatte eine körperlich behinderte Tochter und wollte eigentlich, dass man für die Körperbehinderten was tut. Und ich habe dann gesagt, ja, da tun wir was, da tun wir freilich was. Der Herr Segedi ist auch immer zum Herrn Wagner gegangen, bei der Stadt Amberg, weil der hatte den Bergsteig, dann den Interbergsteig gegründet, der Wagner Hans, als Rechtsrat. Und der Herr Segedi hat dann mit mir den Gradlwirtschaft, das wissen die auch schon, wahrscheinlich alle gar nicht mehr. Oma Malteser ist eine Gaststätte gewesen, die ist jetzt umgebaut in lauter Wohnungen. Das war der Gradlwirt früher. Und der hatte ein Nebenzimmer und da hat uns die Wirtin hat uns das Nebenzimmer gegeben. Haben wir gesagt, gut, haben wir gesagt, das ist ein Nebenzimmer und da können jetzt die Leute das behinderte Kind einmal ein paar Stunden unterbringen. Und dann haben wir da so ein bisschen Betreuung gemacht. Und die sind immer mehr Kinder geworden und immer älter sind sie geworden. Und 20-Jährige waren drinnen. Dann hat der Wagner Hans gesagt, du Maria, hat er gesagt, also, da müssen wir was machen. In Irchenried, da haben sie schon so einen Verein, eine Lebenshilfe. Und da hat der Oberbürgermeister Steininger gesagt, der Wagner soll einmal dann rüberfahren und soll sich das anschauen. Und dann hat er den Wagner Hans dann übergeschickt nach Irchenried. Und dann ist er zurückgekommen und hat gesagt, ja, da kann man einen Verein gründen und dann kriegt man auch ein Geld dafür, für so eine Einrichtung. Na ja. Und dann ist also dieser Verein gegründet worden. Und dann habe ich gesagt, du Heiner, das war eine Sache für dich. Und dann habe ich gesagt, ich bin ein Pfarrer. Ich habe gesagt, ich bin ein Priester, ich kann keinen ersten Vorsitzenden machen. Und ich habe gesagt, dann such doch halt einen. Dann hat er den Dr. Kreutli gesucht. Mhm. Und der Dr. Kreutli hat sich dann leider das Leben genommen. Dann hat er den Dr. Fritschi sich als Zweiter genommen. Auch wieder, er ist Zweiter geblieben, er hat als Erster, den hat er gekannt von seiner Kaplanszeit. Da war er in Fichtelberg oben und da hat er diese Familie, vor allem die Frau Fritschi, kennengelernt. Aber den hat es auch nicht recht gefallen, den Dr. Fritschi. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt machst du das ja wirklich selber. Dann einen dritten Anlauf hat er dann selber, ist er dann selber der erste Vorsitzende geworden. Und dann haben wir, da war das natürlich zu klein, dieser eine Raum. Und dann hat die Stadt uns so ein kleines Haus in der Hockermühl gegeben. Das ist ein alleinstehendes Haus. Mhm. Das hat die Stadt geerbt für soziale Zwecke. Und da war noch eine Familie drin, die ist dann irgendwo anders hingekommen. Und da hat sie die Lebenshilfe gekriegt. Und da hat dann mein Bruder... habe ich gesagt, ich wüsste einen Lehrer, das ist ein ganz ein toller Lehrer, das ist der Hilfslehrer. Der Ambros Strehl? Der Ambros Strehl. Ja. Der Ambros Strehl hat gesagt, Heiner,
Denn wenn du nimmst, ich kenne den von der Hilfsschule, hat man früher gesagt. Ja, das ich habe ständig mit den Dingen zu tun gehabt, da, weil ich überall umeinander gerannt bin. Und dann habe ich gesagt, also das ist ein Lehrer, wenn du den nimmst, der macht dir das. Und dann hat er die erste Klasse in diesem kleinen Haus gebildet. Und da waren 20-Jährige drin und 12-Jährige drin und 5-Jährige drin. Das hat er alles gemanagt. Das hat er gekannt. Das war wunderschön. Ja, und dann ist es gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und niemals hätte ich gedacht, dass es so toll wird. Und das ist unter dem Freisinger, der ist, kommt morgen, am Sonntag auch, ist es wirklich jetzt eine wunderschöne Sache geworden. Was wir noch müssen, ist es halt, dass wir Behinderte wirklich hineinnehmen in unsere Gesellschaft, dass wir sie annehmen in ihrer Besonderheit. Und die können so viel. Die können vielleicht mal anderes als anders, aber sie können das sehr viel, muss ich sagen. Ja, was mir dann noch natürlich gelungen ist, was recht schön ist, ist, dass ich am Werk, dass das ein Lehrkrankenhaus geworden ist. Ja. Das war auch so eine schöne Geschichte. Da war ich die Berichterstatterin für die Lehrkrankenhäuser in Bayern. Da ist die Ausbildung umgestellt worden. Da mussten jetzt dann alle Studenten mussten jetzt ein praktisches Jahr machen. Und das ist unter besonderen Professoren draußen in den Krankenhäusern. Also praktische Arbeit hat man es lernen müssen. Und der Doktor, der Fritz Birkel, war der Minister damals, der Sozialminister. Und der Fritz, Entschuldigung, der Fritz Birkel war der Meinung, diese Lehrkrankenhäuser, die kommen dorthin, wo die Universitäten sind. Das ist ja auch richtig, was er gesagt hat. Denn die Leute, die können nicht zwei Zimmer haben. Irgendwo, wo sie studieren und dann noch einmal woanders. Also das geht nicht. Und ich habe jetzt da die ganzen Lehrkrankenhäuser da gehabt. Und ich war die Berichterstatterin. Und habe gedacht, also was machst du jetzt? Dann habe ich den Brechtl angerufen. Habe ich gesagt, du Franz, ich habe jetzt das alles da zur Berichterstattung. Meine Kollegen, die stimmen mir zu, weil ich das ja, die einzelnen Häuser schon mit ihnen abgesprochen habe. Was wärst du mit Amberg? Hat er gesagt, das wäre eine schöne Sache. Hat er gesagt, da kriegen wir gescheite Ärzte her. Da kriegen wir die Professoren her. Und die hat immer fürs Krankenhaus was übrig gehabt, der Brechtl, das muss man sagen. Weil seine Mutter war ja Hebamme gewesen im Krankenhaus. Und dann bin ich in die Sitzung gegangen, habe vorher meinen Antrag gestellt, Amberg, ganz allein habe ich den gestellt, Amberg wird Lehrkrankenhaus. Und habe das im Ausschuss ohne weiteres durchgebracht. Manchmal klappt sowas. Ist das nicht herrlich? Und ich kam heim. Nachher kam der Bürger an mich, glaube ich, und was machst du jetzt da gemacht? Habe ich gesagt, ja. Reingelegt hast du. Aber es hat geklappt. Ja. Ist es nicht gut geworden? Das ist extrem wichtig, wie du sagst. Ja. Dass du Ärzte bekommst. Und ich habe mir immer gedacht, Ausbildung. Dann haben wir nämlich nebenbei, haben wir dauernd die Diskussion gehabt, dass keine Ärzte aufs Land gehen. Ja, wenn man es alle in die Städte reintut, in die Großstädte, und dann kommt keine Berührung mehr mit dem Land. Selbe Diskussion heute. Hat sich nichts verändert. Ja, aber im Krankenhaus hast du schon viel zu tun gehabt. Ja. In jeglicher Form dann eigentlich die... Ja. Die Ausbildung, natürlich die anonyme Geburt, zuerst in Sulzbach und dann in Amberg. Ja, weil es in Amberg nicht gegangen ist. Ja. In Amberg habe ich schon eine Diskussion gehabt, haben wir im Krankenhaus oben mit dem Professor Berg haben wir das gemacht. Den Professor Berg und wir waren uns einer Meinung, dass die anonyme Geburt wichtig ist und dass man da Hilfen geben muss. Da waren wir einig. Und da haben wir das Standesamt noch da gehabt, das war die Hopfenmüller damals, die Frau Hopfenmüller. Und dann hat uns die Frau Hopfenmüller in diesem Gespräch gesagt,
ich habe sie ja gut gekannt, weil ich in der Frauenunion war, sie auch. Und er hat gesagt, bei der ersten Geburt, die du da machst, schicke ich dir den Staatsanwaltschaft und die Polizei und alles, was im Gesetz steht, das schicke ich dir. In Amberg wird das nicht gemacht. So, dann bin ich heim und habe gedacht, gut, in Amberg ist es nicht gemacht. Ich hatte schon einen Anruf da von einer Frau außerhalb von Amberg, die schon über die Medien davon erfahren hatte. Ja. Und dann bin ich zum Wagner Hans gegangen und habe gesagt, Hans, jetzt hätte ich eine Frau, ich dem würde gerne anonym gebären und in Amberg kann ich das nicht, weil die dann einfach sagen, die Gesetze sagen, wenn ein Kind geboren wird, muss das sofort gemeldet werden, die Frau muss gesucht werden und so weiter. Alles, was halt da so drin steht. Dann hat er zu mir gesagt, du, ich finde das gar nicht so schlecht, aber da musst du schon mit der Verwaltung drüben selber reden, in Sulzbach drüben. Wenn die Krankenhausverwaltung das macht, dann hast du, das hast du meinen Segen. Da bin ich übergegangen ins Krankenhaus, zum Verwalter und auch zum Dr. Dodenhöf. Der Dr. Dodenhöf hat natürlich mitgemacht, so wie auch der Berg mitgemacht hätte. Und dann hatte der Verwaltung, hat durch den Verwalter gesagt, gut, der Herr Landrat würde das schon genehmigen, wenn Sie also der Meinung wären, dass man das machen könnte irgendwie. Dann hat er gesagt, ja, wenn der Herr Landrat sagt, ja dann. Dann geht's. Ja, wenn der Herr Landrat. Dann ist es gegangen und das erste Kind kam zur Welt in Sulzbach-Rosenberg. Es ist ein wunderschönes Kind gewesen, ein wunderschönes Kind. Und mit diesem Kind, das war dann auch die Grundlage, da bin ich dann zum Verwaltungsgericht nach Regensburg gegangen und zum Verwaltungsgerichtshof nach München bin ich gegangen und die haben alle gesagt, das ist alles richtig, was ich mache. Das sind keine Findelkinder, sondern es sind in Obhut gegebene Kinder, ganz ordentlich. Die Frau hat es in Obhut gegeben im Krankenhaus. Das sind keine Findelkinder mit diesen Negativbeispielen und das haben wir dann alles durchgekriegt. Und mit diesem Rechtsstreit, da hat mir der Herr Schieder, vorher der Herr Blüchel, sehr geholfen dabei, haben wir also jetzt die Grundlage gehabt, dass wir überhaupt die vertrauliche Geburt durchgekommen haben. Weil uns der gesagt hat, die Frau muss sich auf die Anonymität verlassen können, hat das Gericht gesagt. Und das Gericht hat gesagt, dieses Kind ist kein Findelkind, sondern es ist ein ordentlich in Obhut gegebenes Kind. Und so haben wir dann langsam die Geschichte gedreichselt, dass es also normativ möglich war, in ganz Deutschland das so zu machen. Das ist also vor Amberg ausgegangen, weil wir Oberbürgermeister und Leute gehabt haben und Landräte gehabt haben, die einfach da mitgemacht haben. Ja, ja, aber das Mitmachen ist das Entscheidende, weil Ideengeber und, also mir hat das Wort gut gefallen, reinhorchen. Du hast reingehorcht und hast dann überlegt, was können wir machen? Ja. Und hast das eigentlich fast immer durchgezogen. Ein paar Sachen sind noch nicht ganz so, aber. Das ist mir noch gut gelungen, das ist die Verbraucherberatung. Stimmt, die hast du noch gar nicht erzählt. Die Verbraucherberatung. Da habe ich in München einen Arbeitskreis Verbraucher gegründet, in der Fraktion, weil bei den Verbrauchern war gar nichts da. Also die Landwirtschaft war sehr stark vertreten, natürlich damals auch noch durch die Präsidenten und die Landfrauen also und so, die waren schon immer stark vertreten, aber die Verbraucher hatten eigentlich so gar nichts. Und dann haben wir gedacht, eigentlich so ein Verbraucherarbeitskreis, da war auch diese ganze AIDS-Geschichte damals, haben wir gedacht, also da müsste man schon was tun, also Aufklärung und Beratung der Verbraucher. Und mit dem Verbraucherkreis, der beim Wirtschafts-,
bei dem Wirtschaftsministerium angesiedelt war, hatte ich also dann schon Möglichkeiten für diese Verbraucherberatung ein bisschen voranzutreiben in Bayern, dass Verbraucherberatungsstellen errichtet werden. Und nachdem ich also die Vorsitzende von diesem Arbeitskreis war, ich war es nicht sehr lang, weil ich hatte nicht viel Zuspruch, muss ich ehrlich sagen. Also das ist eine Arbeit gewesen, die ist mir nicht ganz so gut gelungen, wie so manches andere. Aber ich konnte dann in meiner Position als Vorsitzende des Arbeitskreises eine Verbraucherberatung machen. Und der Franz Bechler hat dann Räume zur Verfügung gestellt und die Verbraucherberatung ist finanziert worden. Und damit ist das, mit dem war das Schluss. Eines ist dann auch noch gewesen, ganz am Anfang, habe ich ja schon gesagt, da war diese Revolte da, weil diese, ja. Da war diese ganze anti-autoritäre Erziehung, das war ja das große Thema, alles anti-autoritär. Also tollste Programme, also Parteiprogramme hat es gegeben, wenn man die nachlesen würde. Also schöne Sache. Jedenfalls habe ich mir gedacht, damals nach dieser Versammlung, gleich wo ich mit dem Dr. Arnold gehabt habe, Mensch, wenn ich da mal was machen kann, dann mache ich was. Und dann habe ich mir gedacht, da kann man gar nicht reden, weil mit manchen Leuten kannst du nicht reden. Für manche Leute, da musst du einfach was tun. Und dann habe ich mir gedacht, wir müssen Eltern, die müssen wir gewinnen, wir müssen Elternschulung machen. Elternschulung, damit die sicher werden und eigentlich diesen ganzen Trend der anti-autoritären Erziehung der entgegenrichten können. Ja, und dann haben wir dann die Elternschule gegründet. Die haben wir öfters gegründet, aber in Amberg haben wir auch eine Elternschule gekriegt. Genau. Und der Heiner hat das auch sehr gefördert, muss ich sagen, als sie dann das Haus kaufen mussten, weil das ist da draußen bei der Feuerwehr am Amselweg. Das hat früher den Wohnungsbau- und Siedlungswerk gehört. Und die haben ja dann woanders hingebaut. Und dann hat mein Bruder Heiner eine große Summe Geldes für diesen Bau dieser katholischen Elternschule gegeben. Und der Träger war, das war für mich damals wichtig, war der katholische Frauenbund, haben wir gedacht, das ist ein großer Verband, in jeder Pfarrei ist da eine große Gemeinschaft, die könnten doch jetzt einmal was tun, um wirklich einmal Alternative zu dieser anti-autoritären Erziehung aufzubauen. Aber es ist, haben nicht recht anbissen. Aber es hat sich weiterentwickelt und ist dann ein Mehrfamilienhaus geworden. Mehrgenerationenhaus geworden und es ist gut geworden. Ja. Es ist halt mit der Zeit gewachsen. Es ist nicht untergegangen. Untergegangen ist nichts, was wir so gegründet haben. Aber gewachsen ist es. Gewachsen und geworden und gerade schön was. Und der Tee hat geschmeckt und der Kuchen, den muss jetzt. Du musst ein bisschen was essen, jetzt müssen wir mal was sagen. Du darfst eine Weile mehr einen Tee trinken, weil jetzt. Das war jetzt ja recht langweilig für Sie. Aber. Da kannst du stundenlang zuhören. Aber das Schöne ist eigentlich, dass man wirklich bei dir sagen kann, du kannst zurückblicken auf ein sehr reiches Leben, wo du wahnsinnig viel erreicht hast. Und glaube ich, du darfst mit Stolz, mit großem Stolz zurückblicken auf all das, was du erreicht hast. Und dein Wunsch sollte der tatsächlich überhaupt realistisch sein, aber natürlich wäre das so die Krönung, mit all den Kindern am Fest zu feiern und oder auch mit allen anderen, weil ja, die würden alle dich hochleben lassen. Nein, ganz nicht, aber es ist eigentlich schön, man braucht gar kein Fest. Jedes einzelne Kind, das dann auf die Welt gekommen ist und lebt und was man dann gesehen hat, wie es mit Liebe angenommen worden ist. Was daraus geworden ist. Und aus jeder Lebenssituation können Kinder was machen, wenn sie ein bisschen begleitet und geachtet und geliebt werden. Es ist im Menschen so viele Möglichkeiten, stecken in jedem Menschen, so viele Möglichkeiten. Man muss es bloß werden lassen, gell? Dann geht es schon. Denke ich mal.
Also die großen Gesetze waren natürlich, die größten Gesetze waren das Schwangerenberatungsgesetz, das ich gehabt habe, und das, und dann, das Kindergartengesetz. Ja. Wenn man sich vorstellt, der Staat hatte überhaupt keine Verpflichtung, den Kindergärten etwas zu geben in Bayern. Ja, ein bisschen was da, ein bisschen was da. Also gar keine Strukturen. Diese Strukturen sind zusammengebrochen, die wir vorher hatten. Wir hatten überall die Schulschwestern in den Kindergärten draußen, am Land draußen, überall hatten wir die Kindergärten, die sind gut gelaufen. Wir hatten überall die Krankenschwestern, die stationären und die ambulanten Krankenschwestern. Da haben wir auch die Vincentinerinnen gehabt und haben wir die Mallersdorfer gehabt und die Tritordens gehabt. Die haben, das war im ganzen Land, waren das eigentlich die Infrastrukturen, die sozialen, und die sind durch diese Ordenszusammenbrüche, kann man schon wohl sagen, ist diese Infrastruktur kaputt gegangen und die musste man neu schaffen. Und von daher hat man also dann die Sozialstationen gegründet und gesagt hat, das muss strukturell gemacht werden, das darf nicht bloß zufällig einmal da ein bisschen was gegeben werden und dort einmal ein bisschen was gegeben, sondern die soziale Infrastruktur muss systematisch aufgebaut werden. Und das ist uns eigentlich auch gelungen, in allen Bereichen. Das ist uns gelungen, aber es ist schwierig gewesen. Es war wirklich schwierig, weil wir so in den Denken waren, ja, das machen schon die Schwestern, aber die Schwestern waren halt plötzlich nicht mehr da. Plötzlich waren sie auch. Maria, denkst du irgendwann auch mal an dich selber? Und was sind denn die Wünsche für dich, für die Zukunft? Ja, ja. Weil du hast jetzt viel an politischen Forderungen für Frauen, für die Kinder, für die, ja. Ach, ich wünsche mir, dass der Dialog in der Gesellschaft, dass der läuft. So wie bei uns hier an den Tisch, dass der Dialog läuft. Und wenn der Dialog läuft, dann lernt man einander verstehen. Und wenn man einander versteht, dann findet man einen Weg miteinander. Das denke ich, ist es. Weil die Leute nicht miteinander reden. Ne? Und das, man muss halt immer versuchen, dass die Leute wieder miteinander reden. Das ist ja das ganze Geheimnis aller Selbsthilfegruppen. All diese Dinge, dass man im Dialog bleibt. Und dass man nicht immer irgendwelche Vorurteile hat. Schaut mal die an und was weiß ich. Man merkt, du bist der politische Mensch und du bleibst der politische Mensch, oder? Weil so den persönlichen, ich will nochmal mit dem Fallschirm springen, den gibt es anscheinend nicht. Du denkst schon eigentlich vorwiegend in der Gesellschaft und für die Gesellschaft. Ja, schon. Aber willst du einen Fallschirmsprung machen? Einen Fallschirmsprung. Will ich noch einmal machen? Ja. Nein, also solche Abenteuer habe ich nicht gebraucht. Ich habe einen Mann gehabt, der mich geliebt hat. Und dann habe ich immer gesagt, ich brauche gar keine solchen großen Verbindungen oder Klicken oder sowas, wie manche haben. Habe ich gesagt, mich mag mein Mann und alles andere muss auf einer anderen Ebene laufen. Und diese Minuten, wo wir miteinander hatten, mein Mann und ich, die haben wir genossen. Wir haben gewandert, also kaum war der Sonntag da und eine Stunde frei, haben wir unsere Stiefel angehabt und alle Wege in ganz Oberpfalz. Aber weil du das sagst, sonst sagt man ja immer, da muss eine Frau zurückstecken oder muss, weiß man einfach. Das ist ja, du hast ja auch eine sehr zeitraubende Geschichte gehabt. Schon. Hat dein Mann das so einfach mitgemacht? Ja, mein Mann hat es wirklich mitgemacht. Ich habe einen so tollen Partner. Also, und mein Mann ist ja eigentlich auf der gleichen Schiene wie ich. Der ist ja schon in der Früh, um 7 Uhr war er schon bei der Bundeswehr. Oder er hat nebenbei hat er noch die ganze Kolblingsarbeit gemacht, Kolblingsbildungswerk. Und dann, wie der Osten sich geöffnet hat, also dann war mein Mann, ich sage Ihnen, da habe ich ihn immer bewundert, kaum war der Freitag da, hat er die Türe in der Schule geschlossen, ist ins Auto und ist nach Thüringen und Sachsen gefahren, hat dort all diese Jahre, Woche für Woche,
dort den Unterricht gehalten, hat dort die Lehrer gebildet, damit sie also dann in Wirtschaft und Recht natürlich in seinen Fächern, dass sie dort Schulen halten konnten. Das war eine sehr schwierige Arbeit. Und die hat er alles teilweise kostenlos gemacht. Und wenn er was gekriegt hat, hat er dann das in schönen alten romanischen Kirchen angelegt, weil er so Denkmalpflege, das ist so Versailles noch dazu. Also es war für uns eigentlich alles immer glatt. Wunderbar. Genau. Und wenn es im Winter recht schwei und ist und schlechte Straßen da in den Thüringen war, fürchterlich, hat er umfahren machen, weil dann gebaut worden ist und schlecht was. Aber immer mal meine, ich habe so eine schöne Figur von der Elisabeth, jetzt nicht immer schnell, habe mir immer ein Lichterl genommen, habe ein Lichterl anzünd, dass er wieder heimkommt aus diesen Thüringen und wieder in die Oberpfalz kommt. Also wir haben schon miteinander das recht schön gemacht, beide. Also das ist alles gut geworden. Ist alles gut geworden, muss ich schon sagen. Du hast dich überhaupt nicht beteiligt am Gespräch. Ja, also, nein, ich glaube, das Format, aber es ist ein Genuss, dabei sein zu dürfen, das muss man wirklich sagen. Und du bist nicht bloß eine Frau, die viel erreicht hat, sondern die auch heute noch viel zu sagen hat. Na ja. Auch nur Akzente setzen kann. Nein, also vor allem, man muss sagen, wenn du das artikulierst, wo liegt das Problem der Frau? Warum ist es wichtig? Ja, glaube ich, da gibt es wenig Menschen, die das in so kurzen Sätzen auch zusammenfassen können. Und wie gesagt, hoffen wir mal, dass deine Briefe, du hast ja nicht bloß an den Söder geschrieben, an wen hast du geschrieben? Ja, natürlich an die jeweiligen Ministerien noch dazu. Und dann habe ich noch an den Günther Beckstein habe ich den Brief auch noch geschrieben. Weil der Günther Beckstein, der hat mir nämlich damals auch geholfen. Der Günther Beckstein hat eine Verlautbarung gemacht. Darum bin ich also ohne Polizei und Staatsanwaltschaft durch all diese Dinge durchgerutscht. Der hat eine Verlautbarung gemacht, in extremer Notsituation kann auf das Erheben der Daten der Mutter verzichtet werden. Das hat der geschrieben, einfach geschrieben. Ist das nicht toll? Ja. Das ist doch ein Politiker. Und der hat die Macht gehabt und dann hat er es auch gemacht. Und den habe ich das geschickt, habe ich gesagt, ob er mir nicht helfen könnte, dass man das vom Grundgesetz her für die Frauen regeln könnte. Also wenn man das vom Grundgesetz her machen könnte, dann wäre das ein Schlag im ganzen Land. Aber du hast wirklich deinen 90. Geburtstag hergenommen, um zu sagen, jetzt schreibe ich. Ja, ich habe ihn hergenommen, weil ich mir gedacht habe, wenn nicht jetzt, dann schaffe ich es nicht mehr. Dann ist es aus. Ja, aber so wie du heute, du warst krank, hast erzählt, so richtig, so wie lange nicht mehr oder wie noch nie? Erzählt? Na ja. Nein, du hast gesagt, du warst jetzt mal richtig gelegen, also eine Infektion, eine Grippe. Ja, gescheit. Und wir sind froh, dass sie heute so da ist, weil es jetzt dann vor 2 Wochen, glaube ich, war das ungefähr, oder? Ja, nein, schon länger. Schon länger? Die Krankheit hat eigentlich bis gestern. Habe mich die Ärztin nochmal angerufen und hat gesagt, ja, ob ich denn das machen kann. Und dann habe ich gesagt, das geht ganz bestimmt. Und dann haben wir mal ein paar Spritzen gegeben, dass ich wieder gerade stehen kann. Aber jetzt geht es wieder ganz gut. Hoffen wir es, dass es alles so. Nein, übernimm dich nicht am Sonntag, aber wir wünschen dir viele, viele Jahre, wo du so engagiert und vor allem so pointiert die Themen im Sozialen ja nicht bloß analysierst oder, wie du sagst, in die Menschen reinhorchst, sondern auch die richtigen Ideen hast und mit viel Gottvertrauen auch immer noch anstoßen kannst. Und mit vielen Menschen. Also das sind alles diese Dinge, sind nur gelungen, weil viele Menschen das mitgetragen haben. Ich habe so viele Menschen finden können, so viele gute Menschen, die das auch gewollt haben. Und manchmal denke ich mir, mein erstes Dankschreiben nach meiner ersten Wahl in den Landtag, das gilt noch heute. Also ich habe es rausgezogen, weil ich noch ein paar daheim fliehen konnte. Haben gedacht,
das nehme ich jetzt mit. Und da habe ich, jetzt warten Sie mal, das habe ich sogar dabei. Das habe ich sogar mitgenommen. Das, weil das ist so, so ist es, so richtig. Manchmal, ich habe ganz viele Meinungen in meinem Leben auch geändert. Ich habe schon viele Meinungen. Ich habe früher manches ganz anders angesehen, was ich heute anschaue. Aber eines ist mir schon gleich geblieben. Das ist ein Dankschreiben, habe ich mir dann gedruckt. Und da haben wir, und da habe ich drauf geschrieben, und das ist richtig. Vieles lässt sich nur erreichen, wenn man viele Freunde hat, die das Gleiche wollen. Und Großes lässt sich nur erreichen, wenn man nach dem göttlich Großen in allen Dingen und Menschen sucht. Und Gutes kann man den Menschen nur bringen, wenn man die Menschen wirklich mag. Richtig. Oder wenn man sie wirklich gerne hat. Gerne hat, hast geschrieben, genau. Aber, und das ist so richtig gewesen, das war mein ganzes Programm, wie ich damals als junges Mädchen in den Landtag hinein marschiert bin. Und dann habe ich mir gedacht, was schreibe ich jetzt als Dankeschön? Und das denke ich, jetzt habe ich es einmal herausgezogen, es stimmt. Es sind die Menschen um mich herum gewesen. Ich danke dir auch. Ich danke deinen Vorgängern auch. Alle miteinander, die das alle mitgetragen haben. Die mir den rausgeschmissen haben, hätten mir auch rausschmeißen können. Ne? Ja, aber ich habe das auch bei den Sternenkindern gesagt. Die Maria ist eine von den Personen, wo du weißt, man kann mal Nein sagen, aber man weiß, es hält eh nicht lang. Also sagt man lieber Ja. Nachlassen tut es ja eh nicht, wenn es was will. Naja, und so hast du überzeugt Nein, aber ist, jetzt sagen Sie mal selber, wenn man von was überzeugt ist und wenn man an der Position ist, dann ist man doch verantwortlich dafür. Dann ist man doch verantwortlich dafür. Ja. Dann bin ich auch für das verantwortlich, was ich nicht tue. Dafür bin ich auch verantwortlich. Wenn sie es nicht tun, wer soll es denn dann tun? Wer soll denn dann sich um diese Kinder kümmern? Wer kann sich denn, das Kind kann das selber nicht, die Frau in der Not kann es auch nicht. Also, du hast die Macht. Merke immer, du. Macht und Machen hängt zusammen. Und das hängt ganz eng zusammen. Und das war Schönes. Wer Macht gebraucht, Recht gebraucht, der kann dem Menschen viel Gutes tun. Wirklich. Aber jetzt hast du es da auch verdient, dass aber du am Sonntag mal in Freude und fröhlich an dich denkst und dich ein bisschen loben und hochleben lässt, weil du hast jetzt wirklich so viel auch für uns getan. Ich muss nur schauen, dass meine Tochter mich feiern lässt, weil die meint immer, die muss mich jetzt schonen und da kann die mir jetzt übernehmen und was weiß ich so. Alles. So. Jo, von euch also jetzt noch Fragen. Weil du schaust schon mal auf die Uhr, du musst sind brechen. Sind sie alle ganz tot? Nein, die haben Anschlusstermine, weil die haben noch... Oh, Entschuldigung. Wir sind um 3 Uhr fertig mit der kurzen Tasse Kaffee. Ja, das habe ich jetzt nicht. Aber dein Leben passt nicht in eine Stunde, das müssen wir mal feststellen. Nein, von euch. Also wenn ich zu viel geredet habe... Nein. Man genießt es. Gut, dann bedanke ich mich noch einmal für alles... Für alle Unterstützung, nicht für mich, sondern für die Anliegen, um die es geht. Und wenn alles gut geworden ist, dann ist es auch Ihr Verdienst, weil Sie in der Bevölkerung diese Meinung mit verbreitet haben. Das ist nämlich nicht so einfach gewesen in all diesen Dingen, weil die Meinung eigentlich eine andere war. Aber durch die Medien, und ich kann es nicht oft genug sagen, ist es sehr segensreich geworden, sehr segensreich. Und ich kann nur hoffen, dass diese auch regionalen Medien, dass die großen Bestand haben. Das kann man sich nur hoffen. Das muss man wirklich, das muss man hoffen. Wenn diese regionalen Medien, wenn die untergehen, dann weh uns Gott. Dann geht es uns schlecht. Dann geht es uns schlecht. Gut, Maria. Ich sage jetzt mal, nicht dabei, wir zwei jetzt einen Schluss machen, aber damit wir die Runde hier abschließen. Ganz großes Dankeschön an dich. Ich bin und es ist einfach, also wir haben natürlich einen großen Strauß Blumen für dich und auch einen Geburtstagsbrief und was wir noch alles haben. Aber lass dich mal umarmen, weil man so eine Frau
müssen wir stolz sein, dass wir es bei uns haben. Nein. Und du bist immer noch fit und kannst immer noch gestalten. Das ist wirklich was ganz Beeindruckendes. Und ich glaube, es würden sich viele wünschen, wenn sie mit 90 so fit sind.